Wenn die Bundesversammlung am Sonntag im Reichstagsgebäude in Berlin den Bundespräsidenten wählt, dann werden 10 Politikerinnen und Politiker aus 5 Parteien die Region Neckaralb vertreten. Die CDU schickt die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hofmeister-Kraut aus Balingen nach Berlin. Kraft Amtes sind die 3 CDU-Bundestagsabgeordneten ebenfalls in der Bundesversammlung. Die parlamentarische Staatssekretärin Annette Wiedmann-Mautz, der Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis Reutlingen Michael Dont und der Abgeordnete im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen Thomas Bareis. Für die SPD ist der Tübinger Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann dabei. Die Grünen schicken den Tübinger Landtagsabgeordneten Daniel Lede-Abal in die Bundesversammlung. Außerdem sind als Bundestagsabgeordnete Chris Kühn und Beate Müller-Gemmecke unter den Wahlleuten. Für die Linke sitzt die Tübinger Bundestagsabgeordnete Heike Hensel in der Bundesversammlung. Auch die AfD hat einen Wahlmann aus der Region Neckaralb in ihren Reihen, den Balinger Stefan Herre.